Das ist das beste Dekopiersägenblatt. Oder vielleicht das? Oder das? Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Das Angebot an Dekopiersägenblättern ist zwar nicht unendlich, aber schon unübersichtlich. Für viele Aufgaben gibt es ganz unterschiedliche Dekopiersägenblätter und Laubsägeblätter. Und aus der Vielzahl, aus diesem umfangreichen Angebot, das richtige, das passende Sägeblatt rauszufinden, ist eine wahre Herausforderung. Wir geben euch Tipps, wie ihr für eure Projekte das richtige Sägeblatt findet. Das beste Sägeblatt ist immer das Sägeblatt, mit dem man die schönsten Ergebnisse erzielt, mit dem man am besten zurechtkommt. Der eine mag vielleicht ein spiralverzahntes Sägeblatt, weil man damit in alle Richtungen schneiden kann und sehr schnell arbeiten kann. Ein anderer bevorzugt vielleicht ein sehr feines, einfaches Sägeblatt, weil man damit sehr enge Radien schneiden kann und sehr glatte Schnitte bekommt. Und einem dritten ist ein feines Blatt wieder viel zu dünn, es reißt ihm ständig und er bevorzugt wieder ein etwas breiteres Sägeblatt. Es gibt da also kein Pauschalrezept. Das Sägeblatt, mit dem man am besten zurechtkommt, ist auch das beste Sägeblatt für einen persönlich. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ob jetzt mit einem Spiralsägeblatt gesägt oder mit einem Feinschnitt, also einem feinen Sägeblatt, wenn derjenige, der das benutzt hat, mit der Dekopiersäge und dem Sägeblatt richtig umgehen kann, wird man kaum einen Unterschied feststellen können. Doch wie findet man nun das richtige Sägeblatt für seine Projekte? Dafür gibt es 4 Kriterien. Das erste Kriterium bei der Auswahl des passenden Sägeblatts ist natürlich die Säge, die ich benutzen möchte. Welche Größe hat die Säge? Welche Spannweite hat die Säge? Da gibt es Unterschiede, aber die kennt man, wenn man sich eine Säge kauft, ist dann meistens angegeben mit einer Spannweite von, mit einer Öffnung von. Und gängige Größen sind da 130 bis 165. Es gibt zwar auch Sondermaße, aber die kennt man dann in der Regel. Dann muss das Sägeblatt in die Sägeblattaufnahme passen. Da gibt es 2 grundlegende Konzepte. Das erste ist eine Aufnahme mit sogenannten Pins, mit Stiften. Da haben die Sägeblätter eben oben und unten an den Enden jeweils einen Querstift, mit dem sie in die Sägeblatthalterung eingehängt werden. Das hat den großen Vorteil, dass der Sägeblattwechsel recht einfach ist. Sobald der Sägearm, das Sägeblatt entspannt ist, kann ich das Sägeblatt rausnehmen, relativ einfach, und ein neues Sägeblatt einsetzen. Ich muss also dort nichts schrauben. Der nächste Vorteil ist, durch diese Stifte kann ich sehr viel Spannung auf das Sägeblatt bringen. Die Sägeblätter sind also zum Beispiel für sehr gerade Schnitte gut geeignet. Der große Nachteil ist eben, die Pins brauchen Platz. Einmal muss am Sägeblatt genügend Platz sein, um eine Bohrung anzubringen, durch die ich einen Stift stecken kann. Dafür sind die Sägeblätter dann entsprechend breiter als sehr feine Laubsägeblätter zum Beispiel. Und die Pins, wenn ich zum Beispiel Werkstücke machen möchte mit Innenausschnitte, brauchen auch Platz, wenn ich sie durch eine Bohrung fädeln muss. Also da tue ich mir mit Sägeblättern, mit Pins doch recht schwer, wenn ich die bei vielen Innenausschnitten benutzen möchte. Das andere Konzept beim Sägeblatt spannen, einspannen, ist eben diese 2 Backenhalterung, wo das Sägeblatt zwischen 2 Flächen mit Schrauben eingespannt wird. Da können die Sägeblätter deutlich dünner ausfallen, weil eben die Pins wegfallen und ich kann mit sehr feinen Sägeblättern eben auch entsprechend sehr feine Radien schneiden und diese feinen Sägeblätter passen auch sehr gut durch kleinere Bohrungen. Also wenn ich viele Innenausschnitte habe, tue ich mir da doch deutlich leichter, damit zu arbeiten. Der Nachteil ist, beim Sägeblattwechsel brauche ich meistens jedes Mal einen Schraubendreher, um die kleinen Schräubchen aufzumachen und die 2 Backen richtig festzuziehen. Beziehungsweise bei den Laubsägen habe ich irgendwo eine Schraube, wo ich erstmal drehen muss. Also der Sägeblattwechsel dauert meistens etwas länger als mit den Pins. Und die Sägeblätter können nicht ganz so stark gespannt werden durch diese Halterung. Das relativiert sich aber wieder, weil die dünnen Sägeblätter bei viel zu viel Spannung sowieso reißen würden. Für die meisten Sägen mit Pinhalterung gibt es Adapter. Manchmal sind sie dabei, wie bei der Hegner. Bei anderen kann man sie nachträglich dazu kaufen. Dann werden die Sägeblätter in diese Nutensteinchen hier eingespannt. Und diese Steine, die kann man dann in die Säge einsetzen, die normalerweise für die Pins gedacht ist. Und dann kann ich entsprechend auch Sägeblätter ohne Pins bei den Sägen mit Pinhalterung einspannen.
Das zweite Kriterium ist natürlich das Material, das ich bearbeiten möchte. Ganz klar einmal die Unterscheidung in Holz oder Metall. Entsprechend gibt es da von den Sägeblattherstellern auch die Sägeblätter. Bei den Metallsägeblättern wird man relativ schnell fündig. Das Angebot da ist schon recht übersichtlich. In der Regel kann man mit einer Dekopiersäge, mit einer Laubsäge sowieso nur Buntmetalle, ja nicht Eisenmetalle, Weichmetalle bearbeiten. Dann bei dem Holz, da ist dieses Angebot schon deutlich größer und da muss man dann eben wissen, bearbeite ich Hartholz oder Weichholz oder vielleicht auch noch Korian und Kunststoffe. Da gibt es entsprechend dann die Kennzeichnungen der Hersteller. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Zahnformen, die auf das Material optimiert sind, beziehungsweise Bezahnungsformen, die auf das Material optimiert sind und auf die Materialstärke optimiert sind. Und die schauen wir uns mal ein bisschen im Detail an. Also ich habe jetzt hier ein Standardsägeblatt. Und mit diesem Standardsägeblatt kann ich natürlich sehr vielseitig arbeiten. Standard- oder Regularsägeblätter werden meistens in den Laubsägen eingesetzt. Die Zahnform ist ganz normal, ohne besondere Hinweise und die Enden sind glatt, sodass man sie eben in die Laubsäge gut einspannen kann. Das hier ist ein recht feines Sägeblatt der Größe 1. Als nächstes nehme ich mal ein größeres Sägeblatt, damit man die Sägezähne besser erkennen kann. Das hier ist ein sogenanntes Skip-Blatt. Der etwas größere Zahnzwischenraum sorgt für eine schnellere Abfuhr der Späne. Hierdurch werden schnelle Schnitte und höherer Materialabtrag in mittelharten Hölzern möglich. Hier haben wir ein Sägeblatt mit der Bezeichnung Superskip. Superskip-Sägeblätter haben nochmals einen erweiterten Zahnabstand, um die Schnittgeschwindigkeit noch weiter zu steigern. Ähnlich wie die Superskip sind die Superhook-Sägeblätter von der Zahngeometrie und von den Abständen relativ ähnlich. Die Superhook-Sägeblätter sind für größere Materialstärken gedacht, deswegen gibt es sie auch nur ab der Größe 11 dann bis 16, also wirklich massive Sägeblätter für lange gerade Schnitte bzw. für hohe Materialstärken bis 70 mm. Besonders für weiche Hölzer, die ja auch oft recht harzhaltig sind, sind die sogenannten Double-Skip-Sägeblätter geeignet. Durch den zusätzlichen Zwischenraum nach jedem Zahnpaar transportieren sie die weichen Späne noch besser ab und vermindern die Wärmeentwicklung. Das ist ein Sägeblatt mit der Bezeichnung MGT. MGT steht für Modified Geometry Tooth, also angepasste Zahngeometrie. Sie kombinieren eine reverse Bezahnung mit einem sehr weiten Zahnabstand und einer veränderten Zahnform. Dadurch soll eine sehr glatte Schnittfläche entstehen bei gleichzeitig hoher Schnittleistung. Spiralsägeblätter sind in ihrer Längsachse verdreht und besitzen ringsum Sägezähne, wodurch sie in jede Richtung schneiden. Der Vorteil ist, dass sie in alle Richtungen schneiden, ohne dass man das Werkstück drehen muss. Der Nachteil ist, sie schneiden in alle Richtungen. Das heißt, man kann damit sehr schwer einen geraden Schnitt machen. Zudem ist der Sägeschnitt ungefähr dreimal so dick wie bei einem gleichen Sägeblatt, was nicht verdreht ist. So viel zu den Spiralsägeblättern. Dann gibt es noch eine weitere Klassifizierung, da habe ich jetzt kein Beispiel da. Und zwar sind das Sägeblätter mit einer progressiven Bezahnung. Das heißt progressiv, die Bezahnung ist an den Enden jeweils etwas feiner als in der Mitte. Das erleichtert einem das Ansetzen. Gerade wenn man mit der Laubsäge arbeitet, kann man eben durch diese feinere Bezahnung an den Rändern, an den Enden, die Laubsäge ja sehr fein ansetzen. Und wenn man dann einen Schnitt vorgefertigt hat, kann man direkt dann eben das komplette Sägeblatt nutzen. Das nennt sich dann progressiv. Zu diesen Angaben, wie gesagt, findet man normalerweise auf den Verpackungen bei den Herstellern beziehungsweise auch bei uns im Diktum-Shop immer eine recht gute Beschreibung mit den Angaben zu den Sägeblättern, welche Bezahnung die haben. Dann muss ich natürlich wissen, als drittes Kriterium, wie mein Projekt ausschaut. Möchte ich ein Projekt machen, wo ich sehr viele große, geschwungene Arbeiten habe, oder möchte ich ein Projekt realisieren, wo ich sehr viele kleine Details habe, sehr enge Radien habe? Und da muss ich dann entsprechend ein Sägeblatt auswählen, das zu meinem Projekt passt. In der Regel gibt es Sägeblätter mit einer bestimmten Bezahnungsart, auch in verschiedenen Größen. Die Hersteller geben dazu Nummern an. Bei Pegas ist das zum Beispiel die Größe 2-0 ist das kleinste. Es geht dann eben über 0 bis hoch zu 16.
Bei anderen Herstellern findet man zum Beispiel dann nur die Nummern 0 bis 7. Da gibt es keine Norm. Aber je kleiner die Nummer ist, umso dünner, umso feiner ist in der Regel das Sägeblatt. Und das vierte und letztendlich entscheidende Kriterium ist natürlich, mit welchem Sägeblatt fühle ich mich wohl? Um das herauszufinden, bleibt einem nichts anderes übrig, als es auszuprobieren. Anhand der drei anderen Kriterien, also meiner Säge, der Sägeblatthalterung, dem Material, das ich bearbeiten möchte und meinen Projekten, die ich realisieren möchte, kann ich ja schon mal eine Auswahl treffen und dieses Angebot etwas einschränken und sagen, okay, diese Sägeblätter kommen in Frage. Und dann kaufe ich mir davon ja zwei, drei verschiedene Typen in mittlerer Stärke am Anfang. Und die kann ich dann erstmal ausprobieren. Mittlere Stärke deshalb, weil wenn ich dann feststelle, okay, mit diesem einen Sägeblatt, das schneidet zwar recht schön, aber der Sägeschnitt ist mir vielleicht doch etwas zu breit, dann kann ich immer noch ja auf ein dünneres Sägeblatt heruntergehen, mit dem ich dann vielleicht zwar auch kleinere, engere Radien schneiden kann. Oder wenn ich feststelle, ja, mit diesem Sägeblatt, macht zwar einen schönen Schnitt, aber es reißt mir zu sehr oder zu häufig, dann kann ich sagen, okay, dann probiere ich das gleiche Sägeblatt, den gleichen Typen nochmal in einer etwas größeren Stärke aus. Und dann kann ich eben variieren. Deswegen am Anfang mit einer mittleren Größe, ja, so 5 vielleicht, um die 5, 4 bis 5, 6 und so weiter, da einfach mal ausprobieren. Und dann kann man noch variieren in den Sägeblattgrößen. Wenn man dann diese Tests ja durchgezogen hat, dann hat man eine gute Auswahl. Man weiß, mit welchem Sägeblatt man standardmäßig die meisten Sägeschnitte realisieren kann. Und man weiß auch, okay, für spezielle Aufgaben, für lange gerade Schnitte oder für sehr enge kurvenreiche Schnitte nehme ich das ein oder andere Blatt noch in Reserve mit in mein Sortiment auf und kann dann eben entsprechend variieren. Was nun das beste Sägeblatt ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Durch die vier Kriterien und die systematische Vorgehensweise kommt man da recht schnell ans Ziel. Ich hoffe, mit diesen Tipps könnt ihr was anfangen und wenn dem so ist, dann lasst uns ein Like da, einen Daumen nach oben, abonniert unseren YouTube-Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns und wir fassen das ganze Wissen, die ganzen Tipps zur Auswahl von Sägeblättern natürlich auch nochmal in einem Blogbeitrag zusammen. Den könnt ihr dann auf unserem Werkzeugwissen-Blog nachlesen. Dort findet ihr dann auch die Links zu den ganzen Produkten, zu den verschiedenen Sägeblatttypen. Die verlinken wir euch aber auch nochmal in der YouTube-Beschreibung. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Arbeiten mit Laub- und Dekupiersäge und mit eurem besten Sägeblatt. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Diktum.